Es ist vielleicht kein Zufall, dass meine erste Kindheitserinnerung, wo ich auf dem Arm meiner Kinderfrau an das Totenbett meiner Großmutter gebracht wurde und mit meinem Kopf den Kopf der Verstorbenen anrührte. So fing mein Leben an. Karlfried Graf von Dürckheim-Montmartin stammt aus pfälzisch-preußischem Uradel. Zwar wurde er in der Stadtwohnung der Eltern in der Münchner Prinzregentenstraße geboren, aufgewachsen ist er aber auf dem Familiensitz im oberbayerischen Steingaden. In der Familiengruft wurde er dort 1988 beigesetzt. Den doppelten Maueranker des alten Familienwappens deutete er gerne auf seine Weise. Verankerung in der Erde, in der Weltoffenheit zum Himmel, dem Überweltlichen. Hier klingt schon das Leitmotiv seines Lebens an. Wandlung auf dem Weg zu einer höheren Ebene. Das, was er als Transparenz zur Transzendenz bezeichnete. Ich glaube, ich hatte noch nicht einmal von ihm gehört. Oder es war dein Onkel Karlfried, das war so abstrakt, dass ich mir als Kind nichts darunter vorstellen konnte. Und der nahm mich ernst. Das war ganz wunderbar, wie er in aller Seelenruhe und mit großer Aufmerksamkeit mir zuhörte, während ich von mir erzählte, und er fragte nach meinem Leben in diesem Dorf und was ich gerne spielte und was ich tat und wie es mir ging. Und diese Qualität des Hörens, heute würde ich sagen im bubischen Sinne, diese ausschließliche Beziehung, zu der er damals schon fähig war, das war ein sehr tiefer Eindruck. Mein erster Eindruck war von ihm, als er in das Restaurant reinkam, eine ungeheure Selbstverständlichkeit, eine ungeheure, so ein ganz nobles, selbstverständlich ihr Selbstsein, ohne jede Pose, ohne jeden Anspruch, ohne Persona, wie man im Jungianischen sagt. Als ich persönlich Dürckheim zum ersten Mal antraf, da suchte ich schon jahrelang wie verrückt nach einem Weg, einen mystischen Weg. Ich war schon jahrelang Priester und Theologe und ich traf zum ersten Mal Dürckheim 1970. Und das war dann eine große Erschütterung gewesen. Er war für mich ein transparenter Mensch, durchsichtig zum eigenen. Und zum ersten Mal, kann ich sagen, habe ich durch ihn und durch sein Wort die Bibel ganz anders verstanden, fleischlich bestanden, durch Erfahrung. Meine erste Begegnung mit Graf Dürckheim, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war in Lindau oder Bregenz, eine große Tagung über Meditation. Er sprach vorher und ich sprach über christliche Meditation. Wir saßen dann abends zusammen beim Abendessen, sehr angenehm. Er natürlich ein alter, würdiger, hochbekannter Herr, ich noch einigermaßen jung. Und das Schönste bei dem ganzen Gespräch war, als er mich ausfrug, ich bin Oberschenkel amputiert, Kriegsverletzung. Und dann erzählte ich ihm, meine Medizin, meine Erfahrung ist Schwimmen. Und da kam ein Wort, was ich nie vergesse, ungefähr hieß das, wer schwimmt, braucht nicht zu meditieren. Ich meine, in dem Wort steckt etwas auch von seiner Therapie drin, die Ganzheitlichkeit, Körper, Bewegung, alles das. Die Art und Weise, wie er meine Hand in seine Hand genommen hat, war so eindrücklich. Sie müssen wissen, er war damals schon blind, hat kaum etwas gesehen
Und er begrüßte mich, nahm meine Hand in seine Hand. Und es passierte etwas in mir. Es ist schon fast 20 Jahre her. Ich war damals ein relativ junger Mensch. Und es war so, als ob er Keime in mir, Seelenteile, die in mir geschlummert haben damals, erweckt hat. Nur durch die Art und Weise der Berührung. Er war eine charismatische Persönlichkeit. Er hatte Ausstrahlung und immer wenn er irgendwo einen Vortrag hielt, dann konnten sie eine Stecknadel fallen hören. Und Graf Dürkheim war eben ein Vertreter des neuen Denkens, der also nicht im materialistischen Weltbild verhaftet war, sondern eben dafür stand, was über den Alltag hinaus Wirklichkeit auch noch ist. Und das hat er, denke ich, in hervorragender Weise auch wiedergegeben. Noch sieht es so aus, als werde der kleine Karlfried dem Vater in der Rolle des adligen Gutsherrn folgen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass mein Vater gerne mit mir in den Wald ging und mich das Schweigen des Waldes hören lehrte. Mhm. Und es war ein Sakrileg, wenn ich auf einen Ast trat, der krachte, das tat man nicht. Er war auch zugleich ein alter Jäger, also die Stille des Waldes, das war etwas, was von früh auf mir zu respektieren aufgegeben wurde. Standesbewusstsein, Treue zu Volk und Vaterland und ein militärisches Pflichtbewusstsein prägen seine Jugend. Als 18-Jähriger meldet er sich freiwillig zur Front. Es war absolut eine Begeisterung, mit der man in den Krieg ging. Und ich weiß noch genau, wie ich dann endlich die Uniform anziehen durfte. Das war wirklich ein Festtag. Der mit dem Eisernen Kreuz dekorierte Leutnant Graf Dürkheim kündigt nach Ende des Krieges seinen Militärdienst, stellt sich 1919 aber als Königstreuer zur Befreiung Münchens von den Roten, wie er es nennt, den Freikorps zur Verfügung. Erst dann entscheidet er, deine Zeit Soldat zu sein ist vorbei. Aber auch eine zweite Entscheidung fällt noch im gleichen Jahr. Ich musste in den sauren Apfel beißen und meinem Vater sagen, du, ich werde nicht Steingaden übernehmen, ich habe einen anderen Weg. Und mein Vater, der von einer unendlichen Güte war und einfach mich anhörte und dann einfach sagte, ja, dann ist es eben so, dann musst du deinen Weg gehen. Eine neue Phase des Reifungsprozesses, der Suche nach dem eigenen Weg, hatte begonnen. Der Karlfried musste, wie er oft sagte, durch den Dürkheim durch. Das hieß vorerst Studium der Philosophie und Psychologie in München. Hier erlebte er die für ihn entscheidende Begegnung mit dem chinesischen Philosophen Lao Tse und seinem Wollen ohne Wollen wollen. Es war bei einem Besuch des Malers Willi Geiger. Da war ich mit meiner späteren Frau Enya von Hattingberg bei ihm und sie saß auf einem Tisch und griff gedankenlos so nach einem Buch und das war der Lao Tse. Und sie schlug auf und las daraus den 7. Vers. So und so viel Speichen treffen die Narbe, aber das Leere zwischen ihnen macht das Wesen des Rades. Aus Ton entstehen Töpfe, aber das Leere in ihnen macht das Wesen des Topfes. Und dieses Wort, das Leere in ihnen, schlug plötzlich bei mir ein wie der Blitz. Ich fühlte mich plötzlich verwandelt in eine ganz andere Dimension gehoben. Und plötzlich waren alle Dinge im Umkreis doppelt. Sie waren das, was sie unmittelbar für unsere Sinne sind und waren nochmal etwas ganz anderes. Und ich war wirklich nun sozusagen begnadet mit der ersten echten Seinserfahrung. Der Zustand hielt ungefähr 2 Tage an, in dem ich alles, was ich um mich sah, gleichsam doppelt sah in seiner unmittelbaren sinnlichen Erscheinung und in dem, was ich dann später das Wesen genannt habe, die Weise, in der eine höhere Welt sich in unserer raumzeitlichen Wirklichkeit manifestiert. Die Entdeckung der östlichen Philosophie geht bei Dürkheim Hand in Hand mit der christlichen Mystik eines Meister Eckhart. Der japanische Zen-Buddhismus bestimmt seinen weiteren Weg. Der Abt des Klosters in Matsushima bestätigt ihm,
Die Zen-Meditation lehrt den Menschen, genau wie Meister Eckhart, sein kleines Ich im Großen, die ganze Wirklichkeit umfassenden Selbst aufgehen zu lassen. Von daher komme ein völlig neues Verhältnis zur Welt. Der Zugang war das Bogenschießen. Das Bogenschießen, ich war einen schönen Tag, wurde ich von einem Freund gefordert, kommen Sie mit mir, mein Meister ist da. Sag ich, was für ein Meister, Meister im Bogenschießen. Und da fand ich Meister Umeji mit riesen Augen, einem kleinen Spitzbärtchen, der saß da und sagt, so, Sie sind in Japan eine Weile schon, na, wie ist es denn, was gefällt Ihnen das hier? Und ich fing an, munter über Japan zu reden und dann unterbrach er mich, sagte, das ist alles richtig, aber wahnsinnig flach. Sie müssen an einem Punkt in die Tiefe gehen. Davon dort aus werden Sie mehr verstehen. Ja, sagte ich, was könnte das sein? Das sagte er zum Beispiel Bogenschießen. Und das war mein wirklicher Einstieg auch in eine besondere Form von Zen. Der Sinn einer japanischen Technik, die Beherrschung dieser Technik hat zum Sinn nicht eine vollendete Leistung, sondern einen Schritt voran auf dem inneren Weg. Das Bogenschießen ist eine Folge von ganz komplizierten und sehr bestimmten Bewegungen, die nacheinander eingeübt, einexerziert werden mussten. Und ich weiß noch einmal, wo dann der Meister dabei war und ich also schoss und dann der Pfeil, was ich war, von selber wegging. Ich hatte nicht geschossen, er hatte geschossen. Und er hat das sofort gesehen, nahm mir den Bogen aus der Hand, nahm mich in seine Arme, was ja sehr selten ist in Japan, und sagte, das war's. Und lud mich ein zu sich nach Hause zum Tee. Und das Bogenschießen hat mir also unendlich viel gebracht. Zurückgekehrt nach Deutschland aus amerikanischer Gefangenschaft in Japan, gründet er mit seiner späteren zweiten Frau Maria Hippius die Meditations- und Begegnungsstätte Rütte im Schwarzwald. Hier findet er eine neue Lebensaufgabe, die Begleitung suchender Menschen auf ihrem inneren Weg. Unser alter Meister sagte mir, erst kam Zen von Indien nach China, gab einen chinesischen Zen, dann kam Zen von China nach Japan, gab einen japanischen Zen. Wenn jetzt Zen von Japan nach Deutschland kommt, ist es Ihre Verantwortung, sagt er, kein japanisches Zen zu imitieren, sondern Ihre Form des Zen zu entwickeln. Und diese unsere Form des Zen ist, dass es nicht mündet im Alleinen, sondern in einer strukturierten Person. Also ich lege jetzt das eine Ende des Stockes auf meinen Haarpunkt. Heute, fast ein halbes Jahrhundert später, wird die durkheimische Praxis eines westlichen Zen nicht nur in Rütte selbst, sondern auch andernorts, in Frankreich und Deutschland, wie hier im Zentrum Metaphor in München geübt. Am Anfang stehen die Hara-Übungen, die nicht allein auf den Unterleib gezielt sind. Sie sollen die ungeschiedene Einheit von Leib, Seele und Geist bewirken. Er schiebt mich nach unten, mit der Bauchkraft. Bauch vorn. Er schiebt mich. So ist gut. Ja, das ist gut. Ah, jetzt kommt der Kraft hinein. Als erstes, wenn ich an Graf Dürkheim denke, den ich ja 30 Jahre kennen durfte,
erinnere ich seinen ungeheuren Humor, den ja alle Meister haben sollen. Mich hat er immer als Jüngling mit den Locken bezeichnet. Aber zunächst nun, wichtig war für ihn, ist die tägliche Übung. Das heißt, auch die Seele braucht ihre Nahrung, nicht nur der Körper, nicht nur der Geist. Und diese tägliche Übung ist das stille Sitzen oder ist das Herzensgebet oder was immer. Jedenfalls täglich. Perle auf dem Faden. 10-mal was gemacht, 10 Perlen. 10-mal nichts gemacht, leerer Faden wieder. Wir haben keinen Besitzanspruch, es muss täglich gemacht werden. Das nächste, was ich erinnere, die initiatische Therapie, was wir ja auch hier vollziehen und für unsere Klientel tun. Also die initiatische Therapie. Graf Dürkheim hat immer gesagt, gut sein genügt nicht. Das heißt, der Mensch, er hat es genannt, mit dem Welt-Ich, ist immer noch gebunden an die Gesetze des Staates und die Gebote der Religion. Man muss darüber hinausgehen und nach seinem inneren Gesetz leben. Dementsprechend gibt es auch zwei Ebenen in der Therapie. Das eine ist, den Menschen, der um Hilfe bittet, heilen, gesund machen. Und das andere ist, ihn zum Heile führen, das heißt ganz machen. Und das sind die beiden Seiten, die vereint werden sollten. Also, es gibt einen doppelten Ursprung, hat er es genannt. Der kleine Mensch oder das kleine Leben von Geburt bis Tod. Da gibt es aber noch ein größeres Leben, das längst vor der Geburt beginnt und mit dem Tod nicht endet. Und dieses größere Leben, sagt er, muss in dieses kleine alltägliche Leben eingebunden werden. Und das macht den Meister aus, im alltäglichen, gewöhnlichen, das Außerordentliche tun. Mit Fingern hochgezogen, die Seiten schnüren. Und jetzt mit einer langen Ausatmung die Schale vorne. Diese Übungen sollen die Einheit von Männlichem und Weiblichem herstellen, von Yin und Yang, und damit erst zum ganzen Menschen führen. Zen, so sagt Dürkheim, führt uns in die Wahrheit des Lebens. Diese Erfahrung beschränkt sich nicht nur auf buddhistische Mönche. Sie ist im Grunde eine allen Menschen zugängliche Übung und Weisheit. So versteht er sein gesamtes Schaffen als eine Psychotherapie im Geiste des Zen. Irgendwann hat mich Karlfried Graf Dürkheim eingeführt in die Meditation. Er hat das sehr ernst genommen. Und doch bei jeder Gelegenheit den tierischen Ernst bei den heiligen Dingen unterwandert. Und er legte großen Wert darauf, dass diejenigen, die meditierten, den Bezug zum Alltag nicht verloren. Und er hat immer wieder davor gewarnt, zum Teil mit ganz griffigen Formulierungen. Er sagte, bevor man ein Ich transzendieren kann, muss man erstmal eins haben. Die Steigerung davon war, es gibt Leute, die sind nach oben so offen, dass es reinregnet. Ja? Ähnliche Hinweise findet man in der Sufi-Tradition, ja, wo es heißt, vertrau auf Allah, aber bind dein Kamel an. Und er sparte nicht mit Spott für diejenigen, die beim Meditieren etwas anderes suchten als ihren Weg. Innere Haltung ist die, dass sie versucht, frei zu werden von Bildern und Gedanken. Also Leere. Die innere Haltung soll hindrängend in eine Leere, leer von allen Gedanken, leer von allen Bildern, leer von allen Wünschen, leer von allen Sorgen. Das ist natürlich sehr schwer.
das Freiwerden von Gedanken, von Bildern, von Vorstellungen, auch von willensmäßigen Bemühungen, dass es ein großes, sich vertrauensvolles Lassen ist und kein Machen. Schon im Sitzen, im mich loslassen, da ist eine Folge von Bewegungen erfahrungsgemäß zweckmäßig, dass man zunächst einmal versucht, die Spannungen in den Schultern loszulassen. Es nützt nichts, die Schultern loszulassen, man muss sich in den Schultern loslassen. Sich allmählich herunterlassen in den Bauchbeckenraum und den Kopf freimachen von Gedanken und Bildern, indem man sich auf eine Sache konzentriert, zum Beispiel auf den Atem. Alphonse und Rachel Goetmann gründeten, ermutigt von Dürkheim, Bethanie in den Vogesen als orthodoxes Zentrum für Meditation, Liturgie und Gebet. Ich kann mich immer noch darauf erinnern, als ich vor Dürkheim saß in seinem Zimmer und da fragte mich, Herr Goetmann, was tun Sie während der Meditation? Du, ich war mit dir. Da warst du dabei? Ja. Ja. Und was tun Sie während der Meditation? Dann sagte ich, ich übe das Jesusgebet. Wenn ich in der Stille sitze, dann wie ein Mantra wiederhole ich das alte Jesusgebet. Das ist die große orthodoxe Tradition. Und da wurde er auf einmal strahlend. Ja. Sein Gesicht wurde wie erleuchtet. Und ein Lächeln fing an und er sagte, ja, ich mache das auch. Und dann fing er an zu sagen, wie er das tut. Er nahm ein kleines Papier und zeichnete darauf das Rad der Verwandlung mit den Worten des Jesusgebetes. Das war ein Moment großartig gewesen. Ja. Etwas, was immer wieder vorgekommen ist. Man saß zusammen, man hat meditiert vorher im Sitzen der Zen-Art, Graf Dürkheim hat es erklärt und dann kam es immer wieder heraus, ein Meditierender muss so weit sein, dass er beim Sterben nur das Standbein zu wechseln braucht. Standbein, Spielbein, ich bin mit dem Standbein dieser Realität, mit dem Spielbein in einer anderen Realität. Beim Sterben wechsle ich es. Das Standbein ist die andere Realität und das Spielbein diese Realität. Dieses leichte Sterben. Er selber hat es sehr schwer gehabt, wie mir Gräfin Mangold erzählt hat. Aber das war mir, da konnte ich wütend werden, wenn ich das hörte. Wirklich wütend werden. Und sagen, Herr Graf, denken Sie mal an Jesus Christus. Sie bekennen sich als bewusster Christ. Christus ist nicht, hat nicht das Standbein, das Spielbein gewechselt. Er ist schreiend, fast in Verzweiflung gestorben. Und er war doch ein großer Mensch. Auch für einen Nichtchristen ein Mensch, ein idealer Mensch. Also man muss nicht durch Meditation so weit kommen, glücklicherweise, so weit kommen, dass einem das alles gleichsam abfließt von der Seele. Sondern man darf unvollkommen, schreiend, vielleicht das Leben verfluchend sterbend. Und doch hat ein gelungenes Leben. Das katholische Meditationshaus St. Franziskus in Dietfurt im Altmühltal bietet Kurse in Zen-Meditation wie auch in christlicher Kontemplation an. Die Idee zu diesem Haus ist um das Jahr 1974 entstanden. Damals bin ich mit Pater Viktor Löw, einem ungarischen Mitbruder, zusammengetroffen, der damals gerade eine Ausbildung als Meditationslehrer gemacht hat. Er hatte damals auch eben eine Ausbildung bei Graf Dürkheim in Rütte zurück. Er war ein halbes Jahr dort. Und wir haben uns in Bamberg getroffen. Dort hat er für meine Schüler in einem Internat Meditationsübungen gehalten.
Und bei längeren Gesprächen nach unseren Übungen am Abend ist die Idee entstanden, es wäre doch für uns Franziskaner speziell eine Aufgabe, eines unserer Klöster für die Meditation zur Verfügung zu stellen. Und wir haben uns damals gesagt, so wie Franziskus im 13. Jahrhundert versucht hat, die aus der Kirche hinausstrebenden Kräfte der Armutsbewegung zu integrieren, so wäre es doch für uns eine dankbare Aufgabe, die Meditationsbewegung in ein Kloster einzufassen. Dann ist im September Pater Lassalle gekommen und hat das erste Session gehalten. Das war im Jahr 1978. Und seither haben wir eigentlich für alle unsere Kurse nur noch Warteliste. Sodass man sagen kann, seit dieser Zeit sind ca. 20.000 bis 30.000 Kursteilnehmer durch unser Haus gegangen. Der Kontakt mit japanischen Klöstern wird aufrechterhalten durch gegenseitige Besuche. Das Gespräch zwischen Ost und West reißt nicht ab. Das Besondere an der Spiritualität von Graf Dürkheim liegt nach meinem Dafürhalten darin, dass er im buchstäblichen Sinne Welten verbindet. Er verbindet die östliche und die westliche Hemisphäre. Darüber hinaus aber und in der Methodik seines Denkens auch die Psychologie, die Philosophie und schafft Wege hin zur Theologie. Graf Dürkheim also ein interdisziplinärer Denker, der in seinem Werk den Hauptakzent allerdings weniger auf die Theorie, sondern hauptsächlich auf die Praxis und die Erfahrung legt. Solche Erfahrungen, die großen Seinserfahrungen, können ausgelöst werden durch kleinste Dinge. Eine Blüte, einen Kieselstein, einen fließenden Bach. Es gibt vier große Felder, in denen solche Erfahrungen gemacht werden. Das eine ist die große Natur, das Schweigen des Waldes. Und wenn Sie das Schweigen des Waldes wirklich wahrnehmen und noch einmal das Schweigen, das hinter diesem Schweigen ist, die Stille, die hinter der Stille ist, spüren, dann versetzt Sie das in eine Stimmung, in der das Numinose Sie anrührt, das Numinose. Große Kunst, wo das Wort schön nicht mehr ausreicht. Sie können nicht von einem Rembrandt-Bild sagen, das ist schön, oder von einer Beethoven-Sinfonie, die ist schön, sondern der Mensch erfährt da etwas, wo das Wort schön einfach nicht mehr passt. Und dann in der Erotik und da vor allen Dingen in der Carezza, ich höre, wo der Mensch zu einem größeren Leibe sich ausdehnt sozusagen, plötzlich als ein ganz anderer fühlt, als der Banale, der er vorher war. Die Tiefe der sexuellen Erfahrung, so Dürkheim, hängt ab von der Haltung derer, die sie durchleben. Wenn beide bereit sind, im anderen aufzugehen, ohne Angst vor der völligen Hingabe, kann sie der kosmische Schwindel ergreifen. Die Zweiheit der Körper geht unter im Einswerden mit dem, wo die Liebe eine Weise des Weges ist, führt jede Vereinigung der Liebenden in eine höhere Freiheit. Und dann natürlich im Kult. Wenn es ein echter Kult ist, ein echter religiöser Kult, dann ist er ja doch so gemeint, dass etwas von der ganz anderen Dimension von Gott auf uns zukommt. Thank you.
diesen vier Gebieten kann der Mensch tiefe Erfahrungen machen, sodass er sagt, was ist mir da geschehen, das kannte ich bisher noch nicht. Aber es gibt auch auf der schmerzvollen Ebene diese Seinserfahrungen, durch Krankheit, Tod eines lieben Freundes oder auch durch einen eigenen Unfall, wo man sich plötzlich fragt, was mache ich denn mit meinem Leben? Wozu lebe ich? Was ist mein Lebensauftrag? Und so werden wir vom Schicksal wachgerüttelt, um nachzusehen, was ist deine Lebensaufgabe? Auch Dürkheim lebt mit einer dunklen, schmerzhaften Erfahrung. Er hatte sich mit dem Nationalsozialismus nicht nur arrangiert, sondern sich in seine Dienste gestellt. Deutschland und Japan schrieb er eine völkische Führungsrolle in der Welt zu. Die Tatsache, nicht wahr, dass ich eben eine jüdische Großmutter hatte, hat es mir im Dritten Reich nicht gerade erleichtert. Aber eigenartigerweise wohl eben doch mir meine Frontdienstzeit und alles, was ich dort an Kriegsauszeichnungen bekommen hatte, sehr, sehr über diese Schwierigkeit weggeholfen, dass ich eigentlich doch wiederum nicht darunter zu leiden hatte. Einen schönen Tag kriegte ich einen Anruf, ich möchte zu meinem Herrn von Ribbentrop, ich wusste gar nicht, wer das war. Und da traf ich also einen Herrn von Ribbentrop an seinem Schreibtisch und er las gerade meinen Bericht über meine Reise durch Südafrika. Und als er diesen Bericht las, saß er, sagen Sie mal, ich lese das, interessiert mich sehr. Der Rudolf Hess hatte ihm diesen Bericht zugesandt und wollen Sie zu mir kommen? Darauf sagte er, fragte ich ihn, was wäre denn meine Aufgabe? Ja, Ihre Aufgabe wäre, in England zu sein, Sie sprechen Englisch, möglichst viel in England und mir zu berichten, was den Engländern am Nationalsozialismus missfällt. Jawohl, Herr von Ribbentrop, diesen Auftrag übernehme ich. Und dann war ich eben, glaube ich, 2 Jahre lang für Ribbentrop in England und eines schönen Tages sagte also, war ich wieder in London und Ribbentrop war da und sagte Graf Dürkheim, Sie sind fristlos entlassen. Also in Göring hatte es nicht gepasst, dass sie einen Mann mit einer jüdischen Großmutter überhaupt beschäftigt. Und auf Görings Veranlassung schmiss er mich also raus. Da sagte ich, Herr von Ribbentrop, ich nehme davon Kenntnis, aber ich bin kein Dienstmädchen, dass man entlässt, so geht das nicht. Dann nahm er Haltung an, sagte, ja, Sie haben ganz recht, wollen Sie nicht einen Forschungsauftrag, wohin Sie wollen, haben, eine Forschungsreise machen. Und so bekam ich durch den Rausschmiss bei Ribbentrop einen Forschungsauftrag zur Erforschung der geistigen Grundlagen der japanischen Erziehung vom Kultusministerium. Aus der Biografie Gerhard Wehrs, erschienen im Todesjahr Dürkheims, wird nicht nur klar, wie sehr sich Dürkheim mit den Zielen des NS-Regimes identifiziert hatte, sondern auch, wie daraus eine grundlegende innere Umkehr entstand. Ich wusste damals, als ich das Gespräch mit Graf Dürkheim hielt, noch nicht genaueres über die Zeit während des Dritten Reiches. Und die Biografie von Gerhard Wehr ist ja erst später erschienen. Hätte ich gewusst, wie er damals von seiner deutschnationalen Grundhaltung her doch auch eingenommen war, in der Anfangszeit in jedem Falle, vom Dritten Reich, hätte ich ihm zumindest entsprechende Fragen stellen können. Und ich denke, das wäre für ihn, wie auch für seine Freunde und Bekannte, eine befreiende Äußerung gewesen. Natürlich muss man sagen, Graf Dürkheim war kein primitiver Nazi. Das wäre dumm überhaupt, sowas zu sagen. Aber dass er nun doch in dieses Denken, Reich, Führer, Rasse möchte ich nicht sagen, aber das Völkische, dass er da hinein gehört, das scheint mir schon sicher zu sein. Es ist nun natürlich wahrscheinlich in Deutschland und in Frankreich auch, seit kurzem, ein Schatten über dem Leben von Dürkheim und all die, die ihn liebten, lieben ihn jetzt noch mehr, weil er ist uns näher gekommen und wie ein jeder Mensch hat er auch Schatten in seinem Leben. Also es gibt viele Menschen, die nicht verstehen, wie Graf Dürkheim als Jude oder als Halbjude, der war, mit den Nazis sympathisieren konnte, was er sicher eine Zeit lang getan hat. Und mich
Mich hat das eigenartigerweise nie bekümmert. Ich musste mir von Freunden sagen lassen, ich sei ahistorisch und hätte ein apolitisches Bewusstsein und so weiter, was so die Schimpfworte in einer bestimmten Zeit waren. Und ich habe Entlastung von diesen Beschimpfungen eigentlich erst gefunden durch Bert Hellinger, der deutlich gemacht hat, dass es eine Anmaßung ist, wenn wir über unsere Väter und Großväter richten wollen oder nachforschen wollen, was die getan haben, oder sie vor ein Tribunal stellen, und wenn es nur das eigene Innere ist. Ja. Und vor allem, dass es weder den Opfern noch den Tätern gerecht wird, wenn wir das tun. Weil es ist deren Schicksal, was die erleiden mussten, oder es ist deren Schicksal, wofür sie selbst sühnen müssen, und wir können nichts davon wieder gut machen oder ihnen abnehmen oder ausgleichen. Ich habe dann verstanden, warum er hat so gut können sprechen vom Schatten. Der Schatten, wo Jung so viel davon spricht. Ja, es war sein Schatten, wirklich sein Schatten. Und ich habe mir gesagt, Saul ist Heiligen Paulus geworden. Und wie viele Heiligen hatten doch, bevor sie sich gewandelt haben, hatten doch so große Schatten und große Nächte von der Sünde durchgegangen. Und ich kann sagen, das will mein letztes Wort sein, an Graf Dürkheim und für Graf Dürkheim, als Jüdin, ich weiß, weil ich hab's erlebt, in meinem Seele, in meinem Fleisch, in meinem Körper. Ich hab erlebt, was kann ein Nazi-Hass sein. Ich habe das erlebt. Aber in den Augen von Graf Dürkheim über mich kann ich heute sagen, mit großer Liebe, das war kein Nazi, wo mich hat angeschaut. Dürkheims Arbeit mit Maria Hippius war gerichtet auf den inneren Weg, der den Menschen zu sich selbst finden lässt. Diese initiatische Therapie führt den Suchenden in einen Prozess der Wandlung, zu einer Initiation in das Geheimnis der allumfassenden Einheit, der Erfahrung des Göttlichen. Ich habe festgestellt und auch bewundert diese große Entwicklung von Dürkheim bis am Ende seines Lebens. Es gibt viele Jünger, die möchten, dass Dürkheim nur im Zen bleibe, in der Zeit von Japan. Aber er sagte immer, mein Zentrum ist nicht buddhistisch, sondern christlich. Und ich mache meine Füße in die Füße Christi. Mein Weg ist christlich. Und am Ende seines Lebens wollte er ausdrücklich, dass er die Sakramente bekommt. Er rief einen orthodoxen Priester von Freiburg und bekam im Spital die Sakramenten der Kirche. Er wollte auch immer bei sich haben eine kleine Ikone von Christus, der auf seiner Brust unter dem Hemd trug, und betete das Jesusgebet. Sprach nur noch am Ende vom Johannesevangelium. Ja, ja. Dürkheim ist sehr lange und sehr langsam gestorben. Er litt lange Zeit unter Schmerzen. Und es wäre zu vermessen zu sagen, er wollte das so. Denn ich glaube, wir sterben nicht dann und so, wie wir das wollen. Aber ich glaube zu wissen, dass er sehr einverstanden war damit. Als ich ihm erzählte, dass Franz Josef Strauß sehr plötzlich an einem Hirnschlag gestorben war, schüttelte er den Kopf und sagte, so will ich nicht gehen.
Ich will das alles erleben. Und es scheint so, als hätte er das getan. Der junge Priester jedenfalls, der bei ihm war, sagte mir, er wäre ganz wach gestorben, mit offenen Augen, den Blick auf das Kreuz in des Priesters Hand geheftet, das ihm viel bedeutete, ja, und er wäre ganz wach gegangen. Er hat es lange vorher gewusst, dass sein Heimgehen langsam sein würde. Er sprach mich einmal an und sagte, ich habe was Eigenartiges geträumt. Ich habe geträumt, ich sehe einen Felsen zurücksinken in die Erde. Ganz langsam. Kannst du mir sagen, was das bedeutet? Ich sagte dann, Karlfried, das weißt du doch selber, was das bedeutet. Ach so, meinst du, sagte er.